Für alle, die mein Intro noch nicht kennen sollten, hallo Mörti, das hier ist es. Wir lernen also diese Woche den ersten Burndown kennen, wo Eric Kieran Davis die Ehre hat, uns durchzugeleiten. Übrigens an dieser Stelle möchte ich einmal ein Bild einblenden von Eric, das diese Woche auf Spektrum gepostet wurde und sinnbildlich stehen dürfte für das, was gerade bei CIG los ist. Also, liebe CIG-Teams, wir sind alle bei euch und hoffen für euch und für uns, dass 3.0 bald released ist und ihr alle in euren wohlverdienten Urlaub gehen könnt. So, dann schauen wir mal rein in den Burndown diese Woche. Also, Eric, der gute Eric, geht als erstes auf die Fehler ein, die in der letzten Woche noch bei 90 lagen. Diese Fehler müssen beseitigt werden, bevor 3.0 veröffentlicht werden kann. Die Kategorien dieser Fehler teilen sich auf in Blocker, kritisch, hoch, mittel und normal oder einfach. Und die Qualitätssicherung wird uns jetzt zeigen, wie sie diese Fehler identifizieren. In diesem Fall ist das Vincent Sinatra. Der erzählt, dass, wann immer ein neues Feature online kommt, sie vor der Herausforderung stehen, dass sie ein Produkt oder Ergebnis, das Baby eines Teams oder Entwicklers, nehmen müssen, an dem über Wochen und Wochen und Wochen gearbeitet wurde und dessen Herz oder deren Herz an diesem Baby hängt. Also das Herz des Teams oder der Entwickler. Und diesen Entwicklern oder Teams müssen sie also jetzt mitteilen, dass ihr Baby hässlich ist. Das nennen sie dann Entwicklertränen einsammeln. Sie nehmen sich also das Endprodukt, welches sie die Wochen zuvor bereits angeschaut haben, wobei jetzt die Gloves off sind, also die Handschuhe sind weg, der Schutz ist weg. Sie haben das ungeschützte Ergebnis vor sich und können es mit Fehlern vollpumpen. Es wird übergeblendet zum UK-Führungsmeeting des 8. August, wo Matthew Webster, Associate Producer, spricht. Matthew erzählt darüber, dass sie eigentlich 3.0 am Freitag und Samstag starten wollten, aber es sich herausstellte, dass es bereits beim Booten crasht. Es scheint nach ihrer Auffassung aber ein leicht zu behebender Fehler zu sein und QA, Qualitätssicherung, hat die Aufgabe, 3.0 auf offensichtlich fehlende Dinge zu überprüfen in Hinsicht auf die Gesamtheit der Stanton Map. Vincent erklärt nun ein Problem, welches sich durch die rotierenden Planeten ergeben hat. Durch die Rotation erwacht man auf Olisar rückwärts. Man steigt also in das Bett hinein, anstatt heraus. Geometry of Olisar itself, because you were waking up backwards. Instead of coming out of the bed, you were going into the bed. Justin Binford, Global QA Director, erzählt, dass er die schwierigen Fehler fürchtet, wie zum Beispiel Fehler, welche den Arbeitsspeicher betreffen, die verschiedenen Client-Abstürze oder auch undefinierbare Fehler, die durch das Spawnen mehrerer Schiffe gleichzeitig verursacht werden. Versicherungen und Reparaturen werden vom Kontostand abgezogen, aber das Schiff wird nicht repariert. Mike Snowden, Visual Effects Director, fährt fort, dass sie so viele Checklisten für den 3.0 Release haben, rund 10 Seiten an spezifischen Abfragen, die durch Ankreuzen von Rot auf Grün gebracht werden müssen. Nathan Dearly, Vehicle Art Director, ergänzt, dass sie mehrere Reviews pro Woche haben, die sich über mehrere Zeitzonen erstrecken. Klar, weil die Büros ja auch verteilt sind in den USA und in Europa. Das erfordert eine hohe Transparenz darüber, was welches Studio gerade tut. Glücklicherweise haben sie John Crew und sein Tech-Design-Team im UK-Studio, mit dem sie sich quasi stündlich austauschen. Und dieser John erklärt nun, dass sie großen Spaß daran hatten, ohne Benutzeroberfläche eine Landemöglichkeit auf einem Asteroiden rund um Jela zu finden. Ohne Benutzeroberfläche, erzählt er, muss man das durch Kommunikation erreichen, zum Beispiel Flares oder Waffen abschießen, damit man durch Hören herausfinden kann, wo sich jeder gerade befindet. Und jetzt kommt Zane, den wir auch schon in einigen ATVs erlebt haben und zuhören durften. Zane erzählt, dass sie sich gerade bis zum Hals in der Entwicklung befinden. Es gibt jede Menge zu tun, aber es ist alles immer noch recht rough around the edges, also ungeschliffen, grob. Vincent zeigt jetzt beispielsweise den Rover, bei dem sie schauen, dass er alle Features enthält, die er enthalten soll und dass er sich verhält, wie er sich verhalten soll. Aktuell haben sie noch Probleme mit den Vis-Areas der Reifen,
Das ist hier zu sehen. Fehlende LODs, Level-of-Detail-Ansichten, sodass es aussieht, als würde der Rover auf diesen großen grünen Boxen durch die Gegend rumpeln. Die Kollegin hier aus QA ergänzt, dass sie in ihren Rover gestiegen ist, damit auf Levski herumgefahren und über eine Unebenheit gefahren, beziehungsweise sie ist hier offensichtlich gegen diesen Felsen gefahren und plötzlich, 1:1 übersetzt, sind die Radkappen abgeflogen vom Rover. Das sagt sie zumindest. Und soll hier demonstriert werden. Allerdings kann ich das nicht nachvollziehen anhand des gezeigten Demomaterials. So right here and right here, they're not aligned anymore. But these are still fine, as you can see. Überblendung nach Los Angeles zum Engineering Stand-Up Meeting. The directors saying, hey, this is where we're at, the rover, including Clive's response, and making it clear that if we do this, Ray Warner, leitender QA-Tester, erzählt, dass sie, wenn sie Schiffe testen, nachschauen, ob ein Fehler sich nur auf das betreffende Schiff bezieht oder ob es ein Problem ist, das sozusagen schiffsfamilienübergreifend existiert. Sie haben zurzeit 50 flugfertige Schiffe und die auf Item System 2.0 zu konvertieren, war sozusagen ein exzessiver Arbeitsaufwand. Und jetzt gibt's einiges lustiges Demomaterial zu sehen, während Vincent erzählt, dass sie die Animationen überprüfen müssen, wie zum Beispiel die Fallanimationen. Diese haben für verschiedene Fehler und Probleme gesorgt, darauf basierend, ob man im Schiffsgrid fällt, auf einer Station oder auf einem Planeten. Und manchmal kann man auch in der Fallanimation stecken bleiben. Und manchmal friert die Benutzeroberfläche während des Fallens ein. Nathan sagt noch, dass das zwar ein schrecklich langwieriger Prozess ist, aber dass man, um ein Omelett zu machen, erstmal die Eier aufbrechen muss. Und abschließend berichtet Eric, dass sie solide Fortschritte in der Fehlerbereinigung machen. Sie haben 32 Fehler beseitigt, 20 sind hinzugekommen, was in 78 verbleibenden Fehlern resultiert. Man weiß eben nie, was passiert, wenn Features zusammengebracht werden. Aber er versichert uns, dass im Verlauf dieses laufenden Prozesses die Anzahl der Fehler sich signifikant reduzieren wird. Neben dem haben sie noch ein Auge auf die Check-ins und Änderungsliste in Perforce, was eine Software zur Versionsverwaltung von Dateien und Verzeichnissen ist. Perforce spiegelt die Aktivitäten der Entwickler wider, wann und wie oft sie sich ins Revisionskontrollsystem eingeloggt haben. In dieser Woche haben sie sich 1892 Mal eingecheckt. Diese hohe Zahl von Check-ins begründet sich darin, dass CIG natürlich immer noch nebenbei die Spielentwicklung vorantreibt. Das beinhaltet alle Programmierarbeiten an Squadron 42 und Star Citizen. Und jetzt kommt ein lustiges Wort. Sie haben inzwischen ihren 3.0 Branch generiert mit zurzeit 3676 offenen Fällen, was die zuvor genannten 78 kritischen Fehler beinhaltet. Das Wort Branch hat mich ein bisschen zur Verzweiflung gebracht, weil rein aus der Übersetzungssicht bedeutet Branch sowas wie Branche, Zweigstelle, Niederlassung, was auch immer. Glücklicherweise konnte ich aufgeklärt werden, dass Branches in diesem Sinnzusammenhang Zweige in der Codebasis meint, also im Programmiercode. Jede Änderung wird für sich in eine eigene Branch implementiert, unabhängig von allen anderen. Und damit kann sich der Entwickler auf seine eigenen Änderungen konzentrieren, ohne auf Fehler aus anderen Branches achten zu müssen. In einem finalen Schritt wird dann der eigene Teil in einen Stammcode implementiert, der letztlich zu einem Build wird. Und Build, das ist ja die Entwicklungsstufe einer Software vor der Freigabe einer neuen Version. So sagt Eric dann auch, dass sie in Kürze damit beginnen werden, die Entwickler anderer Branches, ich nenne es mal Programmierzweigen, zuzuweisen und den aktuellen 3.0 Branch abzuschließen. Wobei 3.0 Zweig sich jetzt ein bisschen klein anhört. Ja, ich denke, wie gesagt, es sind einfach Programmierzweige, die in diesem Sinnzusammenhang im Rahmen der Entwicklung von 3.0 bearbeitet werden. Genau, die werden jetzt abgeschlossen. Lockdown, sagt Eric hier. Und der Lockdown, habe ich heute auch gelernt, ist die Abnahme der Features. Es wird bis auf die Fehler nichts mehr geändert, damit die Spezialisten den Code in den Build übernehmen können. Sie haben dann noch ein genaues Auge auf die Fehler, die bereinigt werden müssen, dann um einen stabil laufenden Release hinzubekommen. Den Burndown.
Und sobald das getan ist, werden die Fehler Woche für Woche dahin schwinden, erklärt Eric, bis CIG 3.0 fertig für den finalen Release hat. Natürlich liegt die oberste Priorität immer auf der Qualität, aber dennoch tun sie alles Menschenmögliche, um diesen Release so schnell wie möglich zur Verfügung zu stellen. Nicht viel an Menge, aber es war unheimlich schwer zu verstehen, sei es jetzt einfach vom Hören her oder auch vom Sinnzusammenhang her. Ich hoffe trotzdem, das alles soweit inhaltlich richtig rübergebracht zu haben. So, aber gehen wir weiter zum schon angekündigten Deep Dive, wo es heute um MobiGlass geht. Jetzt kommt wieder Zane ins Spiel, der Global UI Creative Director, also UI, User Interface, Benutzeroberfläche. Und Global UI Creative Director ist auch ein toller Begriff, also der globale Kreativdirektor für Benutzeroberflächen. Zane erzählt, dass es immer eine Unmenge an Features gibt, an dem das UI-Team arbeitet. Eines dieser Features ist MobiGlass, welches im Laufe der vergangenen Monate überarbeitet wurde. Hierzu haben sie vorangehend einige Konzeptarbeiten in 2016 durchgeführt, in dessen Rahmen sie eng mit dem Assistant Design Team zusammengearbeitet haben, um etwas zu entwickeln, was irgendwo Ähnlichkeit mit der Benutzeroberfläche eines Desktop-Betriebssystems aufweist. Was sie wirklich brauchten, waren einige Schlüsselteile an Technik, etwas Lohnenswertes, sag ich mal, was die Umsetzung ermöglichte, ohne Tonnen neuen Codes und Funktionalitäten einbauen zu müssen. Eine dieser Techniken ist die in den vergangenen ATVs häufig genannte Render-to-Texture-Tech, was vom Grafikteam erarbeitet und zugeliefert wurde. Zurzeit wird das in alle In-Game-Benutzeroberflächen integriert, inklusive MobiGlass, sodass man auf diese Technik in Schiffsdisplays, Einkaufsterminals, Kioske, also Computerterminals generell und so weiter zugreifen kann. Der Hauptmehrwert ist der, dass mittels des Render-to-Texture-Systems 3D-Szenen gerendert und als 2D-Bild auf Displays oder gar als volumetrisches 3D-Hologramm wiedergegeben werden können. In beiden Fällen ist es exakt dieselbe Display-Technologie, die genutzt wird. Es muss also kein separater Code geschrieben werden für die 2D-Darstellungen auf UI-Displays und 3D-Darstellungen in beispielsweise einem Hologlobe. Dieses Render-to-Texture-System ermöglicht CIG die Darstellung von 3D-Hologrammen auf Schiffen und auf Minimaps, wie zum Beispiel der Star-Map, der Sternenkarte, direkt im Spiel zu rendern, was so wesentlich besser aussieht, als würde man es nachträglich einfügen. Im Spiel selbst wird es eine Menge unterschiedlicher Umgebungsarchetypen geben. Ich finde die Begrifflichkeit Archetyp nach wie vor lustig. Duden sagt dazu Urbild, Urform des Seienden oder auch Original eines Kunst- oder Schriftwerks im Gegensatz zu Nachbildungen oder Abschriften. Also, jeder darf sich jetzt von euch selbst ausmalen, was Umgebungsarchetypen sein können. Auf jeden Fall erzählt Zane, wenn man durch das Universum reise, man auf verschiedene Environments stößt. In diesem Zusammenhang also nicht Umgebungen, sondern eher Umwelten, Lebenswelten. Lebensräume vielleicht. Da gibt es welche, die technisch eher etwas hinterher sind und welche, deren Technologie fortgeschrittener ist. Das zieht sich dann über viele verschiedene Merkmale wie den Architekturstil, den Kleidungsstil, die Geräte, die benutzt werden, auch Güter und so weiter. Und das UI-Team betrifft das insofern, als dass sie die Benutzeroberflächen, an denen, ich interpretiere mal, Technologiegrad der Umgebung anpassen. So erklärt er jetzt auch, dass sie in den eher rückständigen Welten mit 2D-Panel-Displays arbeiten, während in den fortgeschrittenen eben 3D-Hologramme zum Einsatz kommen. Ergänzend führt er aus, dass MobiGlass vom Monopolisten Microtech hergestellt wird, der alle diesbezüglichen Handhelds ins Verse liefert. Dementsprechend ist MobiGlass High-Tech, weshalb auch holographische Projektionen eingesetzt werden. MobiGlass hält eine entscheidende Rolle im Star Citizen Universe, weil es der Zugang zu all den verschiedenen Mechaniken und Transaktionen bietet, Spielerkommunikation und so weiter. Es hat also eine ähnliche gesellschaftliche Gewichtung wie Smartphones für uns heutzutage. Dem Beispiel bzw. Ziel folgend wurde MobiGlass entworfen.
Man hat also ein Hauptmenü mit verschiedenen Steuerelementen, die einen Überblick über Informationen bietet. Aber dann eben auch die dedizierten Apps mit ganz unterschiedlichen Ausrichtungen. Mittels derer kann man dann Missionsverträge managen, Ladung anpassen, Karten anschauen und so weiter und so fort, sagt Zane. Es ist dafür ausgelegt, eine direkte Verbindung darzustellen zum Spielercharakter als auch zur umgebenden Umwelt. Wenn man also mehr Informationen über sich oder die Umwelt haben möchte, dann ruft man das Hauptmenü auf. Wenn man den aktuellen Sauerstoffpegel seines Anzugs wissen möchte, die Luftzusammensetzung außerhalb, den Atmosphärendruck, wissen will, ob es sicher ist, den Helm abzunehmen und draußen herumzulaufen ohne Raumanzug oder ob der Sauerstoffvorrat für den Weg zum Zielpunkt reicht oder wo man auch hingelangen möchte. Wenn man wissen will, wie der Gesundheitszustand ist oder ob man verletzt ist, welche Missionsziele aktiv sind, wie viel Geld man hat, all diese Fragen können mit und durch MobiGlass beantwortet werden. How much money do I have? And all of these questions can be answered through the use of the MobiGlass. Josh Herman, Character Art Director von CIG, geht jetzt auf das Device MobiGlass näher ein. Das Modell, was wir bis dato gesehen haben, ist in der Zwischenzeit etwas veraltet, sagt er. Also wollten sie es nicht um eine, sondern um zwei Generationen updaten. Dies adäquat zu den Rüstungs- und Kleidungsdesigns, die sich ja ebenfalls weiterentwickelt haben. Und weil man eben diese verschiedenen Versionen an Jacken und Shirts hat und Kleidungsstücken, die man an- und ausziehen kann, Unterzieh- und Überziehshirts, Jacken und Anzüge, muss MobiGlass trotzdem überall zu passen, quasi als eines für alles Lösung. Was sie also getan haben, ist, das MobiGlass wesentlich schlanker und schmaler zu entwerfen, also das Device selbst, was so aussieht wie eine Armbanduhr. Dabei wollten sie unbedingt Situationen vermeiden, wie der Spielercharakter trägt einen Anzug und muss die Jackenärmel zurückziehen, um auf sein MobiGlass-Device am Arm zu schauen. Das würde alles viel zu kompliziert machen. MobiGlass muss immer und zu jeder Zeit verfügbar sein und zu sehen sein. Am Ende war das gar nicht schwierig. Jeremiah Lee hat ein Konzept entworfen, was genau das ermöglicht. Das von Zivilpersonen genutzte MobiGlass trägt man an der Kleidung, während die Militärversion an Funktionswäsche oder Rüstung getragen wird. Das Device hat dann ein etwas kantigeres Aussehen und ist eben für den Kampfeinsatz entwickelt. Also war die größte Herausforderung vielmehr, ein modulares System für Kleidung und Rüstung zu entwerfen. Und dieses modulare System war der hauptsächliche Anlass, MobiGlass zu redesignen bzw. neu zu entwerfen. Sie sind durch alle verschiedenen Optionen aller unterschiedlichen Kleidungstypen gegangen. Man wird also langärmelige Kleidung und Jacken tragen und Unterziehkleidung. Und das war der Punkt, an dem sie herausgefunden haben, dass sie ein wirklich schmales, schlankes Design benötigen für das Device, anstatt etwas grobem, großem, klobigen. Allerdings bemerkten sie auch, dass die zum damaligen Zeitpunkt aktuellen Assets, also die betreffenden Grafikbaukästen, angepasst werden müssen. So machten sie das MobiGlass wirklich dünn. Und es passte auch zu einigen Assets und sah wirklich großartig aus. Aber dennoch hätten bei einigen Kleidungsassets die Ärmel das MobiGlass überdeckt. Sie wollten sichergehen, dass MobiGlass stets verfügbar ist, auch weil es cool aussieht, aber auch weil es jeder tragen wird und jeder ein kleines Detail hinzufügen kann und man jedem zeigen kann, wie viel man für sein MobiGlass ausgegeben hat und oder wie teuer es gewesen ist. Zane geht jetzt wieder auf die MobiGlass-Applikation ein. Grundsätzlich wollten sie MobiGlass so aufsetzen, dass es der Funktionalität des Spiels dient bzw. diese unterstützt. Aber zusätzlich wollten sie dem Spieler auch die Möglichkeit geben, sein oder ihr MobiGlass anzupassen, sodass es eine höhere Kontextrelevanz bekommt und man die Apps angezeigt bekommt, die man häufig benötigt. Im Grunde genommen ist MobiGlass eine diegetisch projizierte Benutzeroberfläche, nennt Zane es, also eine Benutzeroberfläche, welche die Erzählung, die Immersion unterstützt. Deshalb wird das MobiGlass auch nicht auf unsere Bildschirmoberfläche in Anführungsstrichen draufgeklebt, sondern eben quasi als Display hinter unserem Display eingeblendet. So als würden wir wirklich unseren Arm hochhalten und auf eine der dort durch das MobiGlass erzeugte holographische Benutzeroberfläche schauen. Und weil sie das alles VR-kompatibel machen möchten, sind sie gezwungen, diese Benutzeroberflächen im dreidimensionalen Raum zu entwerfen, weil es anders nicht funktionieren würde. Ein traditionelles 2D-Menü könnte man beim Einsatz von VR nicht entziffern.
weshalb es etwas entfernt projiziert werden muss. Der Nachteil, den dies Bestreben nach Diegetik und Immersion mit sich bringt, ist der Umstand, dass es den UI-Designern viel Flexibilität raubt beim Entwerfen der Benutzeroberflächen. Grundsätzlich ist eine Benutzeroberfläche angewiesen auf Display, Geometrien, Animationen und so weiter. Wenn man also etwas diesbezüglich ändern möchte, ist das nicht unbedingt einfach, dass man also etwas ändert und es dann als erledigt erklärt. Tatsächlich muss mit vielen Abteilungen in enger Abstimmung gearbeitet werden, um am Ende sicherzustellen, dass das UI auch tatsächlich benutzbar ist. Dementsprechend müssen sie mit den Animations- und Art-Teams sowie den Gameplay-Engineers zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die Nutzererfahrung nicht negativ beeinflusst wird. Working with animation, working with the art teams, working with gameplay engineers to make sure that the user experience isn't hampered negatively. Trevor Wernisch, Principal UI Artist, also der Boss der UI Artists, geht nochmal tiefer auf die UI, die Benutzeroberfläche ein. Zuerst einmal wirft er ein, dass man beim Design der Benutzeroberfläche die Spielerfahrung nur bis zu einem gewissen Grad untergraben kann, bevor die Spieler anfangen, die Benutzeroberfläche klobig, frustrierend und unbrauchbar zu finden. Etwas, was sie absolut nicht haben wollen in ihrem Spiel. Ergo ist die quasi goldene Daumenregel die, dass sich darauf konzentriert wird, nur einen einzigartigen Aspekt zu verändern, um somit sicherzustellen, dass die Kernelemente des übrigen Systems weiterhin verständlich bleiben und die Erwartungen des Spielers treffen. Unter dem Strich heißt das, dass sich MobiGlass von traditionellen Benutzeroberflächen insofern unterscheidet, als dass sie versuchen, es so diegetisch wie möglich zu gestalten, um sicherzustellen, dass es immersiv und Bestandteil der Spielwelt ist. Also dementsprechend dafür zu sorgen, dass es wirkt, als würde es sich im Einklang mit Handgelenksbewegungen verschieben und es wirklich als Teil der Welt wirken zu lassen und nicht als Objekt, das irgendwie obendrauf geflanscht ist. Das visuelle Design hingegen in Verbindung mit der erzielten Benutzererfahrung, obwohl interessant, ist relativ straightforward, also geradlinig. Einfache Linienführung, sagt er, eindeutige Menüsprache, grundlegende Farbgebung und kompaktes Informationslayout. Sie hatten einfach das Gefühl, wenn sie jetzt noch eine einzigartige visuelle Stilgebung verbunden mit diegetischen Aspekten entwerfen, dass es dann zu einem Design-Overload kommen könnte, der den Nutzenaspekt überlagern würde. Diese Benutzeroberfläche in die Spielwelt zu integrieren, erzeugt ein einzigartiges Set an Herausforderungen, weil es einfach nicht nur ein in sich abgeschlossenes UI ist, das als Zusatz zum Spiel gilt oder als eine Art Nebengedanke gilt. Es ist ein teamübergreifendes Projekt, das vollumfänglich integriert werden muss in gemeinschaftlicher Arbeit mit Animation, mit Audio und dem VFX-Team, Visual Effects. So, und den Namen, den lasse ich jetzt mal aus. Matteo. Genau, Matteo. Matteo erzählt uns etwas zum zuvor genannten Audio-Aspekt von MobiGlass. Auch hier ist natürlich das Ziel, die Immersion durch Audio-Effekte weiter zu steigern. Als erstes haben sie sich mit Zane zusammengesetzt, um dessen Konzepte und die unterschiedlichen Musiken und Audio-Referenzen durchzugehen. Sie wollten eine Klanglandschaft erzeugen, die den Spieler in einer passenderen Art in das Spiel involviert, sag ich mal. Also eigentlich wird hier schon wieder von Immersion gesprochen. Aber ich wollte mal ein anderes Wort benutzen. Involviert ist ja auch ganz schön. Das Ergebnis des Meetings mit Zane war die Erkenntnis, dass sie den Spieler nicht nur das Gefühl eines Sci-Fi-Tools geben wollten, sondern außerdem das Gefühl, ein wirkliches, echtes elektronisches Device zu nutzen, eben wie wir heute unsere Smartphones benutzen. In visueller Hinsicht wollten sie ein Flackern oder Bilder, die sich dann und wann verzerren. Und um das zu unterlegen bzw. mit Audioeffekten zu adressieren und zu verstärken, haben sie so kleine Clip-Mikros genommen, wie hier auf dem Bild zu sehen. Mit denen sind sie in der Lage, elektromagnetische Felder aufzuzeichnen, die von elektromagnetischen Quellen ausgehen. So haben sie diese also an Computer und Telefone gehalten, um so die Geräusche der Festplatten aufzunehmen oder die Geräusche von Mobiltelefonen. Und daraus haben sie dann extra Layers of Reality entwickelt, also Realitätsschichten, extra Realitätsschichten. Eine der Herausforderungen war es dann, zu versuchen, diese Geräusche im Sinne der
Immersion zu integrieren in die Umgebung, die ja selbst noch mit Geräuschen unterlegt ist. Sie wollten also etwas erzeugen, was zwar anders klingt und das Device MobiGlas unterstützt, aber den Spieler trotzdem in der Spielwelt hält. Und dafür hat Matteo ausprobiert und getüftelt, um im Grunde genommen eine Soundlandschaft zu erzeugen, die das MobiGlas interessanter und entspannter wirken lässt, sagt er. Und was er damit meint, das bekommen wir jetzt demonstriert. And relaxing. So, weg vom Audio, zurück zu Zane und dem UI, der Benutzeroberfläche. Eine weitere Herausforderung, erzählt er, liegt in der Ego-Perspektive. Man sieht also im Spiel nicht viel von sich selbst, außer man schaut nach unten auf seine Füße. Zur selben Zeit muss man aber dafür sorgen, oder im selben Atemzug, oder ja, gleichzeitig muss man aber dafür sorgen, dass sich der Spieler trotzdem dem UI bewusst ist, beziehungsweise dann auch, obwohl er auf seine Füße schaut zum Beispiel, das UI aufrufen kann. Und wie macht man sowas? Das ist der Hintergrund, weshalb CIG immer den Arm der Spielerfigur vor Augen führt. Einfach um eine visuelle Verbindung zwischen der Benutzeroberfläche, also zwischen dem MobiGlas UI und dem Spieler herzustellen. Der interessante Aspekt an der Sternenkarte, wie hier zu sehen ist, dass sie dieselbe technische Basis nutzt wie das Radar. Man kann diese Sternenkarte sehen wie eine Art Google Maps, erzählt Zane. Google Maps des Star Citizen-Universum. Und sie wollen es so entwickeln, dass man, wenn man die Karte weit genug herauszoomt, dass das zum Radar im Schiff oder der Umgebung wird. Initial hatten sie die Sternenkarte auf der Gamescom 2016 gezeigt, die grundsätzlich dazu geeignet war, um per Quantum Travel durchs Verse zu reisen. Aber sie haben sich wieder und wieder und wieder mit der Sternenkarte beschäftigt und letzten Endes einen Sprint aufgesetzt, unter Einbeziehung von VFX, Gameplay Engineering, Audio und weiteren Teams, womit sie es dann schlussendlich geschafft haben, die Sternenkarte auf den nächsten Level zu heben. Jetzt haben sie also alle möglichen neuen Effekte und haben weitere schrittweise Entwicklungen im Hinblick auf die Nutzererfahrung unternommen und übergreifend ein visuell wesentlich beeindruckenderes Ergebnis erzielt als noch einige Wochen zuvor. Leo. Was ist denn das für ein Nachname? Also, Leo, endlich mal kein Senior, Director, Leader, Alpha, sondern ein Junior-Entwickler. Also ein Nachwuchsentwickler. Der erklärt uns nun, dass die Star Map in ihrer aktuellen Form die erste Implementierung des Welten-Display-Systems ist. Oder Welt-Display-Systems. World Display System. Das erlaubt es im Grunde genommen, alle möglichen Arten von Daten aus allen möglichen Quellen anzuschauen. Diese Quellen können sein Radar, Navigationsdaten, Schiffe, Menschen auf dem Radar, Himmelsobjekte, alle Arten von Daten. Das Ding an diesem Weltdisplay-System ist, dass man rein- und rauszoomen und es rotieren lassen kann, sodass man einen ganzheitlichen Blick erhält von was man auch immer ansehen möchte. Die StarMap zeigt uns Planeten, Sternensysteme, Galaxien, man kann Stationen reinzoomen und sowas. Und später wird man noch weiterführende Informationen einblenden können, Minimaps und sogar Radar wird man innerhalb der StarMap einblenden können, sodass man Radardaten in der Sternenkarte sehen kann. Zum Beispiel Echozeichen von Schiffen und Fahrzeugen. Und wenn man rauszoomt, dann kann man NEV-Daten von Himmelsobjekten sehen, Sterne, Planeten, Monde. Und das
ist die Basis des World Display System, des Weltdisplay-Systems. Und jetzt erzählt uns Leo noch kurz, woran er so gearbeitet hat, was eigentlich das ist, was er gerade zuvor erzählt hat. I've also been working on the animations, like little animations when the star map Die größte Herausforderung beim Programmieren des Codes und um die Sternenkarte zum Laufen zu kriegen, erzählt er, war die Übersetzung der Positionsdaten aller Objekte der Welten. Also, da sind die Planeten irgendwo im großen Universum verteilt und die müssen irgendwie übersetzt werden in diese sehr, sehr kleine Darstellung der Sternenkarte. Und das ist ein sehr grundlegendes Problem, klar. Und es ist sehr schwierig zu lösen, weil man mit Transformation und Rotation arbeiten muss, mit Übersetzung und Skalierung von Objekten. Und um diese Kompression von ganz groß auf ganz klein hinzubekommen, muss man den Code sehr, sehr genau strukturieren, um die gewünschten Resultate zu erhalten und diese riesigen Objekte eben auf die kleine Sternenkarte zu bekommen und sie dort natürlich korrekt zu positionieren. Zane erzählt jetzt weiter, dass sie außerdem den Missionsmanager überarbeitet haben, den sie jetzt umbenannt haben in Contracts Manager, also Vertragsmanager, der als MobiGlass App alle Verträge zwischen Missionsgeber und dem PU, dem Persistent Universe, managt, sowie eventuell von Spielern kreierte Missionen. Man hat also jetzt verschiedene Screenflows, sagt er, wie hier beispielhaft eingeblendet. Linke Hand ist der Vertragsbereich, wo man alle Vertragsmöglichkeiten sieht innerhalb bestimmter Bereiche. Man kann die Details in dem großen Fensterbereich daneben sehen, sowie Belohnungen und wer der Missionsgeber ist und sowie natürlich, ob man die Mission annehmen möchte. Und dann gibt es einen sogenannten Pending Screen, auf dem Vertragsangebote zu sehen sind, die direkt an uns gesendet wurden und von uns noch nicht angenommen worden sind. Und es gibt einen Screen, der uns die Verträge anzeigt, die wir angenommen haben und von wo aus man die dynamisch generierten Auflistungen an Zielen für die einzelnen Verträge einsehen kann oder diese auch abbrechen kann. Ebenfalls wird es einen Screen geben, in dem man die Historie der abgeschlossenen oder auch fehlgeschlagenen Missionen einsehen kann. Später möchte man noch, wie zuvor erwähnt, einen weiteren Screen implementieren, um Spielern die Möglichkeit zu geben, ihre eigenen Missionen zu kreieren. Weiterhin wird es einen Inventarmanager geben, mittels dessen man alle Gegenstände abrufen kann, die ein Spieler quer verteilt über das Universum besitzt, von kleinen antiken Münzen bis hin zu den großen Raumschiffen. Um die Navigation über die möglicherweise Tausenden von Items zu erleichtern, wird es entsprechende Filteroptionen geben, sodass man Gegenstände spezifisch suchen und sortieren kann. Außerdem wird man mit dieser App Gegenstände von einer Ladebox in die andere oder auf ein anderes Schiff transferieren können, solange sich beides in einer relativen Nähe zueinander befindet. Diese App zusammen mit den anderen wie dem Vertragsmanager und der Sternenkarte, das werden Schlüsselelemente sein, um Berufe wie Mining, Handel, Transport und so weiter entsprechend zu unterstützen bzw. überhaupt erst zu ermöglichen. Chris Roberts fügt am Ende noch einmal hinzu, dass er angesprochen worden ist, dass das Render-to-Texture-System doch nun nichts Besonderes sei und es diese Technik bereits lange geben würde. Das ist richtig, allerdings nicht in der frei wählbaren Anzahl an Perspektiven, sowohl in 2D als auch 3D und dies innerhalb der Haupt-Rendering-Pipeline. Er jedenfalls kennt keine Engine, die so etwas unterstützen oder leisten könnte wie die Engine von CIG. Eine Menge an Leuten cheaten mit Tricks, erklärt er, indem sie ein Charaktermodell zum Beispiel mit einem speziellen Shader in eine Szene platzieren, sodass es wie ein Hologramm wirkt. So wurden zum Beispiel die Hologrammszenen in Star Wars erzeugt. Aber CIG kann Hologramme egal wo im Verse erzeugen und das, sagt er, ist super cool. Aber er schweift ab. Die Möglichkeit zu haben, das MobiGlass-Interface als diegetisches Mittel einzusetzen und mittels dessen überall in der Spielwelt holographische Versionen von eurem Spielercharakter, Schiff oder Gegenständen darstellen zu können, anstatt sie nur simpel auf einem Menüscreen zu zeigen, das war sein Ziel von Beginn an. Und er ist sehr glücklich, dass das jetzt zum Laufen kommt. Es ist fantastisch. Und das war's mit dem ATV für diese Woche. Ich fand es interessanter und herausfordernder als letzte Woche noch gedacht. Das hat mich eine ganze Menge Hirnschmalz gekostet, das kann ich sagen. Und ohne Unterstützung von
Thomas, vielen Dank dafür, der mich über das Thema der Brunch aufgeklärt hat. Da wäre ich echt also jetzt an meine Grenzen gestoßen diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Drücken wir uns alle gegenseitig die Daumen, dass die Masse an Fehlern bald signifikant sinken wird. Und dass CIG-Kämpfer bald in ihren wohlverdienten Urlaub gehen können. Ja, und uns allen auf diesem Wege, wie immer, ein wunderschönes Wochenende. Cheers!